Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, viele von Ihnen lieben es, zur Tasse Kaffee oder Tee leckeres Feingebäck zu essen. Mein heutiger Gast hat ein Unternehmen, welches sich von der kleinen Dorfbäckerei zu einer Weltmarke entwickelt hat. Was ergeben Liebe zum Handwerk und Schweizer Qualität? Richtig, Brezeli und Goldfischli. Aber der Reihe nach. Dem Ruf der Liebe folgend, lässt sich der junge Oskar Campi 1906 als Dorfbäcker in Trubschachen im schönen Emmental nieder und beginnt das Brezeli nach einem Rezept seiner Großmutter zu backen. Das leckere Gebäck findet sehr schnell großen Anklang im Dorf und Tal und so macht sich der junge Oskar Campi mit seinem Musterkoffer zu Fuß auf den Weg, um sein Brezeli in der ganzen Schweiz bekannt zu machen. 1910 gründet er die Firma Campli und legt damit den Grundstein für die heutige Fabrik. Mutig hält er in den Kriegsjahren an seinem eisernen Grundsatz fest: Qualität ohne Kompromisse. Jahre später vergrößert sein Sohn, ebenfalls Oskar Campli, die Produktion und erfindet unter anderem die heutige Biskuitverpackung zum Schutz vor Feuchtigkeit und dem Zerbrechen. Mit dem aktuellen Firmeneigner Oskar Campli stellt sich das Unternehmen auch international auf und ist mittlerweile in 50 Ländern auf allen 5 Kontinenten vertreten. Campli gilt im Feingebäck-Premium-Segment weltweit als Qualitäts- und Innovationsführer. 2017 übernimmt Campli schließlich die Ravensburger Konditorei Tegrum. Von der Dorfbäckerei im Emmental hat sich Campli heute zu einem global agierenden Familienunternehmen entwickelt, das mehr denn je das ureigene Prinzip nach außen vertritt. Qualität ohne Kompromisse. Ja, und zu Gast im Chefsache-Studio ist Oskar Campli, der Chef, der Präsident des Verwaltungsrates von Campli. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich hatte ursprünglich gedacht, Mensch, da kommt jetzt der Chef von so einem weltweit doch sehr bekannten Feingebäckhersteller. Und man hat dann immer so eine Vorstellung und denkt, naja, also Feingebäck, das geht bestimmt auf die Hüfte. Ich war völlig überrascht, wie schlank Sie daherkommen. Also ist da nichts dran an diesem Gerücht, dass das automatisch gleich mal dick macht? Man muss sich gar nicht überraschen, denn mit dem Besten wird man nie schwer. Es ist tatsächlich so, dass die Qualität tatsächlich den Unterschied macht? Natürlich. Wenn man das Beste liebt, dann übertreibt man nie, sondern man kostet mit Freude. Sie verstehen sich, darf ich so sagen, vielmehr als Manufaktur. Das heißt, Sie treten auch nicht gegen die großen Schoki-Hersteller, die es da so gibt im Markt an? Ja, wir stellen alles her nach ursprünglichen Rezepten und immer genau wie von Hand gemacht. Natürlich haben wir heute die modernsten Hilfsmittel, aber wir stellen jene Maschinen, wo die Einzigartigkeit des Feingebäcks entsteht, selbst her. Es ist alles wie von Hand gemacht und wenn die Qualität bei einer Automatisierung, bei einem neuen technologischen Fortschritt nicht mehr dieselbe ist, dann gehen wir wieder auf Status vorher. Das Erstaunliche ist ja, Schweiz wird ja auch insgesamt gerne in Verbindung gebracht mit qualitativer Schokolade, hier jetzt in dem Fall auch Feingebäck. Woher kommt denn das eigentlich? Es ist eine schöne alte Tradition, sowohl der Schokolade wie auch der Backwaren. Die Schokolade, die geht weit zurück als Pioniere, den Kakao erstmals mit Milch verbanden und diese schmelzende Schweizer Qualität erfanden. Das war eine weltweite Neuheit. Und auch die Backtradition ist sehr, sehr alt. Die geht weit ins frühe Mittelalter zurück. Alle Menschen zu festlichen Anlässen haben sich gegenseitig das Beste gebacken. Und man freute sich immer, Freude zu bereiten mit Feingebäck. Wie bewegen Sie sich denn aktuell im Markt? Ist das ein wachsender Markt? Geht er tendenziell zurück? Weltweit ist der Markt wachsend, denn immer mehr Menschen haben die Möglichkeit, sich etwas Feines zu leisten. Es gibt auch immer mehr moderne Läden, Logistikwege, neue Plattformen, um sich mit etwas Feinem zu erfreuen. Und immer mehr Menschen
sehnen sich nach dem wahrhaft Guten. Weltweit ist das ein Trend zu richtigem Premium, zu liebevoll hergestelltem, wo man weiß, welche Rohstoffe drin sind, woher sie kommen, welche Menschen das backen, mit welcher Gesinnung. Sie haben 2017 sozusagen den Schritt rüber nach Deutschland gewagt und haben das Unternehmen Tekrum in Ravensburg übernommen von De Beukelaar. Wie kam es denn dazu? Warum wollten Sie denn überhaupt in Deutschland sich bei auch einem Traditionsunternehmen beteiligen? Ich war noch ein Knabe, als mein Vater eingeladen wurde vom damaligen Seniorchef der Familie Krumm. Und das war für mich ein sehr schönes Erlebnis, denn wir spürten, da gelten gleiche Werte, da sind ähnliche Qualitätsphilosophien und wir fühlten uns etwas zu Hause. Dann ein Sprung, fast 50 Jahre später, die Familie Krumm hat 100 Jahre als Familienunternehmung Wunderbares geleistet und ist sehr schön verankert hier in der Region. Und dann ging es zu einem Konzern, der nicht ganz glücklich wurde mit dem Werk, weil die Positionierung anders ist. Und wir hatten die Gelegenheit, das Werk zu übernehmen. Wir wussten, dass das Werk in tiefroten Zahlen war, aber wir wollten wieder anknüpfen an die schöne Qualitätstradition des Gründers und der Familie Krumm. Und sind überzeugt, dass wir das wieder hinkriegen. Wir haben sehr viel investiert, mit großer Überzeugung. Wir stellen jetzt wieder Tekrum-Gebäcke nach Originalrezeptur her. Wir stellen Cambly-Feingebäck her für die ganze Welt. Und das wollen wir als Baustein ansehen, um die Familienunternehmung Cambly auch in die nächste Generation, in die Zukunft zu führen. Die Mitarbeiter natürlich am Standort fragen sich, ja, wie geht es denn weiter, wie sehen die Perspektiven aus? Aber spannend natürlich auch die Frage, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der Zentrale in der Schweiz? Gibt es eine gemeinsame Mentalität? Das und mehr, liebe Zuschauer, darüber möchten wir gleich sprechen. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Oskar Cambly. Er ist Chef des Verwaltungsrates von Cambly, einem weltweiten Premiumhersteller für Feingebäck. Sie sind 2017 nach Ravensburg gekommen und haben das Unternehmen Tekrum übernommen. Sie haben gesagt, damals ziemlich rote Zahlen. Wie ist denn aktuell die wirtschaftliche Entwicklung? Geht es wieder aufwärts? Wir haben die Talsohle durchschritten, wir haben viel investiert. Es gibt viele ganz wunderbare Menschen und qualifizierte Fachkräfte hier im Werk in Ravensburg. Und das werden wir weiter aufbauen. Wir sind daran, die Märkte neu aufzubauen mit neuen Produkten, neue Kundenfelder. Da sind wir sehr zuversichtlich, aber es ist eine Herkulesaufgabe. Aber wir sind sehr überzeugt, dass das der richtige Schritt ist. Und Unternehmen sind so leistungsfähig, so anpassungsfähig und so zukunftsfähig wie ihre Mitarbeitenden. Sie haben ja im Prinzip die Situation, dass wir von zwei Traditionsunternehmen sprechen. Oft haben die ja eine ganz eigene DNA. Cambly drüben in der Schweiz, Tekrum sozusagen drüben in Deutschland. Knirscht es da ab und zu zwischen den Mentalitäten oder hat man ein großes, vielleicht gemeinsames Ziel? Wir haben ein großes gemeinsames Ziel und eine ganz große gemeinsame Freude. Denn die Kultur von Tekrum, die war über 100 Jahre Familienunternehmen, qualitätsorientiert. Und Cambly seit über 100 Jahren Qualität ohne Kompromisse. Man schätzt und kennt sich. Jeder weiß, dass alle zusammen bilden wie ein Organismus. Und wenn die einzelne Zelle gesund ist, dann ist auch der Körper gesund. Wenn der Körper nicht gesund ist, leiden auch die einzelnen Zellen. Das heißt, wir wissen alle, wir gehören zusammen und jede und jeder bildet die Zukunftsfähigkeit.
Wie wichtig ist bei der ganzen strategischen Ausrichtung der Zukunft auch, sag ich mal, der Gründer der Unternehmung, also sprich der Großvater, hat der da etwas hinterlegt, woran sich heute alle im Prinzip noch orientieren können? Er hat ein wunderbares Vermächtnis geprägt. Der Respekt vor allen Menschen und vor den Gaben der Natur. Und seine Überzeugung, dass nur wenn man etwas liebevoll und mit Freude tut, kommt es gut. Und seine unternehmerische Weitsicht, sein Pioniergeist und sein Mut sind für uns wegweisend. Und seine Philosophie, Qualität ohne Kompromiss, ist ein eiserner Grundsatz. Und der ist unsere raison d'être. Weltweit sind wir ein Winzling. Wir sind ein David unter den multinationalen Goliaths. Was macht David zum Sieger? Er ist schnell. Er ist anpassungsfähig. Und er liebt sein Ziel über alles. Er gibt alles dafür. Sie selbst sind an der Spitze des Unternehmens nahezu jetzt seit fast 40 Jahren. Aber die nächste Generation steht schon in den Startlöchern. War das klar, dass Sie auch das Zepter übernehmen werden? Damals, ich war noch Knabe, ich arbeitete sehr viel in der Fabrik, mit Freude buk ich Brezeli, ich konnte die meisten Rezepte selbst backen. Das war für mich sehr früh auch eine große Freude. Für mich stand immer außer Zweifel, dass ich dieses Werk generationenübergreifend weiterpflegen möchte. Ich habe mich nie als Eigentümer betrachtet. Immer nur als treuhänderisch, mein Bestes gebend, dass generationenübergreifend die Urvision immer wieder neu lebt. Herr Kamli, wie schätzen Sie sich ein? Werden Sie denn dann auch loslassen können, wenn die nächste Generation loslegt? Mit großer Freude. Es gibt nichts Schöneres, als junge Menschen wachsen zu sehen und einem jungen Team wieder die ganze Verantwortung übergeben zu dürfen. Zukunftsfähigkeit heißt, mit jungen Menschen in die Zukunft gehen. Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke, Oskar Kamli. Danke. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.